Ich möchte jetzt etwas nochmal in eigener Sache sagen. Ich weiß, ich habe heute den Part hier. Es ist Folgendes, normalerweise würde auch der Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler hier stehen, nur weilt er im Moment in Schweden zu Dreharbeiten. Aber das ist ja für uns alles kein Problem, wir haben ja ständig Kontakt. Deshalb hat er mir jetzt auch eine Grußadresse an Sie übermittelt, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Liebe Parkschützerinnen und Parkschützer, liebe Freundinnen und Freunde Stuttgarts, es ist eine paradoxe Welt. Wir wählen Menschen, damit sie sich um unser Gemeinwohl kümmern, und sie tun mit Stuttgart 21 das Gegenteil. Wir bringen ihnen Vertrauen entgegen und kriegen nur Misstrauen zurück, weil wir eine falsche Entscheidung nennen. Wir halten uns an die Regeln der Demokratie und Sie benehmen sich wie absolutistische Herrscher, weil Sie uns zwingen wollen, das Falsche gut zu heißen. Wie soll unserem Gemeinwesen gedient werden, wenn die Mittel dazu im zerstörten Schlossgarten vergraben werden? Was sollen wir mit einem blitzenden Bahnhof mit Gleisen, die möglicherweise ins Nirgendwo führen, wenn draußen die Straßen, Gehwege und Gebäude verrotten, Schwimmbäder und Bibliotheken geschlossen werden, wenn Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser unterbesetzt sind, wenn Kindergartenplätze fehlen, Theater geschlossen werden und so weiter. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Reichtum unserer Stadt in Baugruben für ein unnötiges Projekt verschwindet. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Schönheit unserer Stadt einer verbohrten Großmannssucht geopfert wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Zukunft unserer Kinder und die Lebensqualität unseres Landes auf Jahrzehnte hinaus verschleudert werden. Lasst uns für ein lebendiges Stuttgart kämpfen. Lieber eine reiche Stadt mit gut funktionierendem Kopfbahnhof als eine arme Stadt mit der größten Baustelle Europas. Aus der Ferne und doch ganz nah, euer Walter Sittler. Unsere nächste Künstlerin des heutigen Nachmittags steht schon auf der Bühne. Auch sie ist ein Mensch, der sich nicht scheut, ihr Können und ihr Wissen an junge Leute weiterzugeben. Sie ist nämlich Professorin an der hiesigen Musikhochschule und fleißigen Montagsdemonstranten ist sie auch keine Unbekannte, was mich persönlich besonders freut, zumal sie eine gefragte und international renommierte Geigerin ist, die sich in den großen Konzerthäusern der Welt ebenso gut auskennt wie auf dem Stuttgarter Kopfbahnhof. Freuen Sie sich auf Christine Busch mit einem Stück von Johann Sebastian.